So, wie gefällt's dir denn? Ich habe mal die Kamera eingeschaltet. Ja, wunderbar! Wunderbar. Oh, jetzt fliegen Wie wir gerade. läuft der? Hauptsache, ich schalte den zweiten Gang und merke direkt, wie der Reifen nach oben geht. Unsere erste Fahrt, Wahnsinn. So. Hallo. Ich habe Hallo. mich langgelegt zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal. Aber ich habe das Motorrad alleine hochgekriegt. Genau. Und? Alles alleine gemacht. Hast du Ich habe mich so riesig gefreut, damit zu fahren. Auf einmal, als ob mir einer gegen den Kopf gehauen hätte, war alles weg. Blickführung. Ich hatte Angst, auf einmal um die Kurve zu fahren. Dann wie so eine Bescheuerte. Ich kann froh sein, dass du mich angeschrien hast oder angemeckert hast und gesagt hast, du machst das jetzt. Weil im Endeffekt, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann hört man nicht auf den. Ich hätte mich das niemals im Leben bei einem Lehrer, wenn ich jetzt hier mit einem Lehrer unterwegs gewesen wäre und er hätte gesagt, ja Mädel, du stehst jetzt auf und machst weiter, hätte ich nie im Leben so mit rumdiskutiert wie mit dir. Hi. Herzlich willkommen zu diesem Video. Was haben wir denn da? Ein neues Motorrad. Ich würde mal Ach. sagen, eine Brustvergrößerung. Ja. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Ja? Nein? Nein. Spontan. Spontan. Ja, Bunga. Ich auch. Wir holen uns erst einen Döner, oder? Döner und machen uns eine Feuerschale an. Ja, machen wir gemütlich. Hallo, wir holen was ab. Hast du schon gesehen? Nee. Ich auch nicht. Zu. Oh, guck mal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oh, geil, guck Guck, mal. oh, Wollt ihr die direkt mitnehmen, die wahrscheinlich? Ja, wie schön. Ah? Wolltest du dich? Ja. Ja? So schön. Ich freue mich voll. Ja. Ich glaube, ich fahre morgen einfach direkt das Motorrad auch schon zulassen, ohne Termin. Ja, muss ein bisschen warten. Egal, egal. Habe ich ja letztens auch für Habe dich ich ja gemacht. noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ja. Du. Eigentlich fing das ja ganz anders an. Ich mache es jetzt ganz kurz und ganz schmerzlos. Wir waren bei so einem Offroad-Training. Und da bin ich halt mit meiner Beta gefahren und da bin ich einmal dein Motorrad kurz gefahren. Ich glaube, fünf Ja. Minuten. Ich habe mich draufgesetzt. 2 Minuten, glaube ich. Und da waren halt so schon Gefühle da. Also. schlammiger Untergrund, wo ich mir so gedacht habe, so, das hätte ich mich jetzt mit einem anderen Motorrad nicht getraut. Also zum Beispiel mit meiner Tenere hätte ich mich das niemals getraut. Aber damit, ich weiß nicht, ich war irgendwie frei. Vom Kopf her. Heute ist aber ein Malheur passiert. Ja. Zweimal ein Umkipper. Ist mir auch noch nie passiert, aber. Wolltest du das wirklich hier erwähnen oder Ja, was? passiert. Ja, Ja, meinst klar, du, ich bin die natürlich. Einzige? Überleg mal, wie lange ich schon Glück hatte, dass ich nicht mehr so. Ja. Aber das Geilste ist, das wirst du ja einblenden. Ja. Da war eine riesen Pfütze. Wenn ich da reingefallen wäre, diese Jauche, ich glaube, ich hätte einen Anfall gekriegt. Das war echt knapp, oder? Das war knapp. Aber ich muss noch was sagen. Ja. Ich habe das Motorrad selber aufgehoben. Ja. Ich kann das bestätigen. Ohne viel Kraft. Beim zweiten Mal schon, weil da war ich auch einfach schon kaputt, genervt. Weil ich bin nicht nur gefahren, ich habe das heute auch mit dieser Navigation versucht. Ja, genau. Das hat Wie hat das geklappt? das hat Hast du mal super, reingezoomt, rausgezoomt, raus, rein, das hat raus? alles super geklappt. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, ich würde mich dumm anstellen, weil ich mir mal denke, das ist schon schwierig. Wenn man sich so einen Untergrund, wenn man an den Untergrund denkt, dann schnell fahren, navigieren, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich bin aber halt irgendwann Müde müde geworden. geworden und aus dem, keine Ahnung, war nicht mehr frei in der Birne und deswegen ist das halt passiert mit dem Umkipper. Aber Ja. ja, ist halt so, mein Gott, beim nächsten Ja. Mal passiert. Ist halt wieder eine neue Herausforderung, neues Bike, was Außergewöhnliches, ne? Ja, Definitiv. aber ich muss echt sagen, die hat richtig Schmackes. Und ich habe schon zu Jens gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendeiner hat mir mal auch geschrieben, oh, reicht ja hier die PS-Anzahl also von der Leistung her, die Teneré, das ist doch viel zu lasch. Ich denke mir manchmal, Ja.
Die können alle besser fahren wie der Paul Terrasse oder egal wer. Mir fällt jetzt kein anderer ein, weil der ist der Einzige, der jetzt so eine Tenere geil bedienen kann. Ja, da gibt es schon ein paar. Die ja, bei mir fällt jetzt nur der ein, weil ich habe mich da jetzt noch nie so mit beschäftigt. Schön. Die hat genug Wurms. Dann reicht auch weniger. Meine Beta hat reicht auch. Vielleicht blenden wir einfach jetzt mal die Sequenz ein, die wir eigentlich schon gedreht hatten, wo ich erklärt habe, was das überhaupt für ein Motorrad ist, oder? Ja, genau. XEF 450 Rallye von Fantic. Das ist ja, das sagt einem erstmal nicht so viel, wenn man nicht im Thema ist. Wenn ich euch aber jetzt sage, dass man mit nur diesem 10er Schlüssel alles hier wieder zusammenbauen kann und einen Seitenschneider, okay, einen Seitenschneider braucht man und zwei Kabelbinder, dann ist das doch großartig. Es gibt drei Tanks an der Zahl und alle drei Tanks können quasi mit zwei Pumpen leer gepumpt werden. Hier sitzen ein paar Relais drunter, hier ist eine Batterie, eine wartungsfreie Batterie jetzt. Die Basis stammt aus dem Regal von Yamaha. Herzstück ist der Yamaha WR450 Motor. Ein Einzylindermotor aus der Sport Enduro und jetzt leider auch nicht mehr homologiert von Yamaha. Das gleiche gilt für den Rahmen und die Schwinge und das Fahrwerk, was quasi von Yamaha übernommen wurde. Das ist jetzt nicht so, dass Fantic als italienischer Hersteller hingeht und sagt, hier, wir kaufen mal alle WR450 und modeln die um. Nee, die gehen einfach hin und nehmen eine gewisse Grundbasis und verfeinern diese. Das Fahrwerk, also Gabel und hinterer Dämpfer, sind von der Abstimmung etwas straffer ausgelegt, sodass das Motorrad auch in der Auslegung eben mit schweren Tanks mehr kompensieren kann. Das heißt, solche Einsatzgebiete, wäre jetzt eine Wüste, wäre eine Rallye, wären diverse Rallyes, die man so fahren kann. Es gibt zwei unterschiedliche Modelle. Dieses Motorrad eben als Standardversion für 16.500 Euro. Und dann gibt es noch eine scharfe Variante beziehungsweise ein Ergänzungskit, was roundabout 7.000 Euro kostet. Das beinhaltet dann Gabelbrücken, eine andere Lenkeraufnahme, einen anderen Tower. Diverse andere Sachen sind noch dabei, ein Radsatz, ein zweiter, eben mit dickeren Speichen, mit einer Ruckdämpfung, mit einem Titanauspuff. Also das sind so Sachen, die du, wenn du es jetzt ganz ernst meinst, noch ergänzen kannst. Aber was ich zum Beispiel richtig feier, ist alleine dieser Auspuffhalter. Der ganze Halter hier ist nochmal an dieses verstärkte Rahmenheck, was man auch separat tauschen kann, angeschraubt. Und sollte sich hier was verbiegen, dann musst du nicht ein neues Rahmenheck haben, sondern einfach nur einen Auspuffhalter. Das Motorrad hat eine Homologation mit 14 kW. Hier steht es auch nochmal drauf. Und diese 14 kW sind natürlich nur ein kleiner Wert, wo man sagen kann, okay, was willst du denn jetzt mit 14 kW? Es ist auch Quatsch zu sagen, es gibt irgendeine Möglichkeit, so ein Ding in der offenen Leistung einzutragen. Dafür ist es einfach zu laut. Ich habe schon Hand angelegt, also ich habe schon angefangen, die B-Killer zu bauen, weil ich da, wo ich relativ häufig fahre, auch keinen Krach machen möchte. Also ich möchte die Leute da nicht nerven. Das ist mir extrem wichtig. Und macht mal auspuffseitig nichts, ist es wirklich an der Grenze. Du findest es gut? Ja, mir gefällt das. Der Alex gefällt es. Mir gefällt es auch, aber den anderen Menschen, ja, die da leben, wo man fährt, wird es nicht gefallen. Und deswegen möchte ich sicher sein, dass die nicht gestresst sind und mir nachher das Fahren verbieten. Das würde mich dann wieder stressen. Also, Auspuff ist noch in Arbeit, wird schon besser, ist aber ein Thema.
Und hier haben wir den Luftfilter sitzen, das zeige ich euch auch mal. Das sind übrigens die Entlüfterschläuche, die hier rumhängen. Und hier sitzt dieser Schaumfilter drunter. Auch sehr, sehr gut gemacht. Also du siehst, auch hier zum Luftfilterwechsel muss kein Tank weggebaut werden, muss nichts anderes weggebaut werden, bis auf diesen Deckel, der hier eine Abdichtung nochmal hat, der quasi nachher, wenn die Tanks montiert sind, die Airbox komplettieren. Der Tower, das ist so die Bezeichnung eben für diese Rallye-Motorräder. Das ist eine Metallkonstruktion. Das sind gelaserte Bleche, meistens gepulvert oder beschichtet in irgendeiner Form, wo man dann sämtliche Instrumentierungen anbauen kann. Das Ganze ist in der Anordnung grenzenlos, würde ich einfach mal sagen. Es gibt hier keine Regeln oder Vorschriften, wer was wie haben möchte. Bei der scharfen Variante gibt es dann noch die Möglichkeit, einen anderen Tower zu montieren, wo nachher ein Papier-Roadbook montiert werden kann. Wenn du jetzt richtig Rallyes fahren möchtest. Serienmäßig, hier in der Standardvariante, kommt das Motorrad eben mit diesem Tower und diesem KPI-Tablet. Dieses Tablet ist im Endeffekt ein Android-Tablet. Das hat diese DMD2-App vorinstalliert. DMD2-App, die ist kostenlos auch. Die habe ich auch bereits auf dem Handy schon und auch schon über ein Jahr im Einsatz. Und da kannst du richtig toll navigieren. Also gerade wenn du so Tracks fährst, dann hast du die Möglichkeit, über einen Controller rein zu zoomen, raus zu zoomen. Und das Ganze ist hier noch mal ein bisschen feiner gemacht. Wir haben nämlich hier auf der linken Seite einen Controller mit 4 Knöpfen und auf der rechten Seite einen Controller mit 4 Knöpfen. Wenn ich hier jetzt ins Detail gehe, ich glaube, dann sprengt das Video, oder? Dann machen wir vielleicht, wenn da Interesse besteht, ein separates Video über die Funktion, weil diese Kombination, dieses Teil und diese Schalter kannst du auch an jedes x-beliebige Motorrad hinbauen, wenn du das haben möchtest. Du brauchst halt eben einen Platz oder eine Konstruktion, dass das Ganze hier ordentlich eingebaut werden kann. Das hier ist alles serienmäßig und wie man es auch erkennen kann, das ist hier federnd gelagert. Ich bin allerdings hingegangen schon jetzt so nach den ersten Fahrten, habe ich gemerkt, dass ich es nicht gut ablesen kann, weil es vom Winkel noch nicht passend ist. Und jetzt nicht lachen, aber ich habe schon gebohrt an diesem Motorrad, ich habe schon ein paar Sachen verändert und habe mir das so ein bisschen vom Winkel so ein bisschen flacher eingestellt. So, dass ich es im Sitzen ablesen kann und wenn ich stehe, auch ablesen kann. Was habe ich noch geändert? Ich habe eine Lenkererhöhung verbaut von SW Motec, die noch rumgelegen war. Also das war so ein Extra, wo ich gesagt habe, okay, sowas wirft man nicht weg. Der Lenker war mir ein Ticken zu niedrig und jetzt ist es perfekt. Allerdings bin ich tatsächlich noch am Überlegen, ob ich das Motorrad nachträglich noch mit einem Lenkungsdämpfer ausstatten werde. Das muss ich aber, das wird sich entwickeln und da muss man sehen, was passiert. Des Weiteren habe ich noch einen kleinen Spiegel verbaut von CTC. Hier, Gruß an Klausi geht wieder raus. Und somit bin ich im Prinzip ausgestattet, gerade wenn ich vielleicht mal mit der Alex fahre oder mit einem Kumpel oder dass ich halt hier den Blick nach hinten habe. Auch hier sparsame Ausführung, ein Spiegel. Es ist irgendwie alles dran, aber dann zum Schluss doch nicht alles so legal. Aber das ist egal. Es geht hier drum, das Einsatzgebiet ist nicht in Deutschland. Von daher ist das auch komplett Mumpe. Ob jetzt wie viel KW eingetragen sind oder wie oder was. Ich habe auch hier Hand angelegt. Wie ihr seht, das Motorrad ist auch ganz normal zugelassen. Hier sind Highsider Mini-Blinker verbaut, ja, also echt schick gemacht.
Und alle Kabel sind vorbereitet, es sind natürlich auch große Blinker für hinten dabei. Das Relais übrigens ist ein lastunabhängiges Relais, serienmäßig schon. Also seht ihr, es geht ja, ne, wenn man will. Und vorne habe ich dann etwas größere Blinker montiert, weil gerade wenn diese Frontverkleidung drauf ist, wären die ganz kleinen Blinker dann hinter der Verkleidung. Das macht ja keinen Sinn. Blinker auch nur aus dem Grund, auch wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin, ist es vielleicht okay, wenn man dann so ein kleines Blinkerchen irgendwo hat. Das tut jetzt keinem weh, aber auch hier wären die Abstände hinten zu schmal. Also das ist jetzt so alles dran, aber eben für den deutschen Straßenverkehr auch wieder so ein No-Go. Also das ist jetzt auch nicht meine Intention. Trip 1, Trip 2, Trip 3. Durchschnittswerte kannst du anzeigen lassen, Maximalgeschwindigkeit, maximale Drehzahl, das sind so Sachen, die interessant sind, einen Schnitt kannst du anzeigen lassen. Also so ein bisschen Spielerei als Ergänzung zum Tablet. Das Tablet an sich muss ich eigentlich nicht weiter erklären, das ist ein richtig roughes Ding, wo du im Endeffekt, Google Earth haben wir jetzt drauf gespielt, ne? Ja. Dass du da mal Maps natürlich, also wirklich clevere Apps, wo man unterwegs was mit anfangen kann. Und du hast natürlich auch hier die Möglichkeit, noch eine SIM-Karte reinzumachen. So, da sind wir beim oberen Teil schon fast durch. Was ich direkt schon mal geändert habe und festgestellt habe nach der ersten Fahrt, waren die Originalgriffe. Das war auch ein weicher Griff, eher so eine Rallye-Griff. Allerdings relativ dick im Durchmesser. Und da bin ich jetzt auf die Pro-Grip-Griffe gegangen mit der Bezeichnung Rallye. Die sind ein bisschen schmaler, liegen mir besser in der Hand. Also wie ich finde, ist das eine ganz gute Geschichte gewesen. Handguards sind auch hier serienmäßig dabei. Und ansonsten gibt es eigentlich hier nicht viel zu sagen. Die Lenkeraufnahme ist auch hier in so einem Gummilager drin. Auch das entkoppelt den Lenker so ein bisschen, dass du nicht die ganzen Schläge kriegst. Bin ich auch noch am Überlegen. Wie gesagt, das ist mein Projekt. Und vielleicht nur als Erklärung. Ich habe ja gesagt im ersten Video, 3 Motorräder sind für dieses Bike hier weggegangen. Das war einmal meine alte Enduro, ja, die Beta RR 350 von 2017. Dann die GasGas Trail TXT. Und die Honda SLR 650. Das ist ein Traum von mir gewesen. Es ist viel Geld, aber wie ich finde, ist das, was ich machen möchte, das ideale Fahrzeug dafür. Dann gucken wir uns noch die Front vielleicht noch zu Ende an. Wir haben hier 2 ganz normale Wasserkühler, so wie man es bei den Enduro-Motoren dann kennt. Was hier direkt schon mal anders und verändert ist, ist ein ultra stabiler Kühlerschutz, der auch nach vorne gewölbt ist. Also das heißt, wenn dir hier mal ein Stein drauf fällt, dann prallt das ab, dann führt es dem Kühler keinen Schaden zu. Und was das Motorrad auch serienmäßig hat, ist hier der Elektrolüfter. Diese Motoren, das sind eben Wettbewerbsmotoren auch. Das ist keine große Ölmenge. Also 850 Milliliter Öl bekommt das Fahrzeug. Und das ist halt wirklich super wenig. Aber der Ölwechsel, der auch sehr häufig gemacht werden muss, auch so wie es Yamaha auch vorschreibt, beinhaltet eben diesen Ölwechsel inklusive dem Filter. Der Filter sitzt hier, das ist ein kleine Patrone ist das, dann wird das Öl abgelassen. Das Ganze dauert auch keine 5 Minuten. Allerdings, man muss es machen und man sollte auch da sorgsam vorgehen. Also sie hat jetzt ein frisches Öl gekriegt, ist jetzt so nach dem richtigen Einsauen. Einmal haben wir sie eingesaut, da ist die Alex gefahren. Ja. Und einmal habe ich sie schon richtig eingesaut, hast du ja gesehen, hat richtig übel ausgesehen, aber alles wieder schick. Was ich schade finde, das ist tatsächlich schade, dass wir ganz normale Speichenräder haben. Das ist jetzt nichts, was ganz oben aus dem Regal kommt. Das sind relativ dünne Speichen. Dafür ist die Bremsscheibe etwas größer im Durchmesser. Also wir haben eine etwas höhere Bremsleistung, weil man eben auch im Rallye-Bereich schon mal höhere Geschwindigkeiten fährt. Und was ich wieder zurückgerüstet habe, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, oh, habe ich mir geholt.
Ein 50er Kettenrad hinten war mir zu kurz und ich bin jetzt wieder auf das, was auch dabei ist, auf das 48er Kettenrad gegangen, einfach damit dieses Teil nicht so aggressiv anreißt. Das ist quasi die Verkleidung hier für vorne und da habe ich auch so ein bisschen was modifiziert. Ich habe ein bisschen was untergelegt, dass wir hier eine größere Vorspannung haben, dass das Ganze einfach etwas satter einrastet und hält. Das sind hier so Schnellverschlüsse, man kennt es von der Rennstrecke vielleicht, der ein oder andere. Zack, dann ist das erledigt. Da brauchst du schon mal gar kein Werkzeug. Serienmäßig auch hier ist LED-Licht. Das ist okay. Also sehr, sehr viel erwarten darf man sich nicht davon. Es leuchtet okay aus. Das letzte Mal, wo ich gefahren bin, war ich mit Marcel unterwegs. Der hat so ein Werks-Rallye-Motorrad, so eine Yamaha, wo sie auch die Dakar mitgefahren sind. Und der hat so ganz, ganz Mini-LEDs. Und wir sind so in die Dämmerung reingefahren und das hat Flutlicht, sag ich. Hier dürfte es für mein Empfinden so ein bisschen schmaler sein. Ich finde das richtig. Du findest das schön? Mir gefällt das. Es dürfte ein bisschen schmaler sein. Aber das ist so, ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Das Teilchen hier, das wollte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das hier die Skidplate, die Bodenplatte, die aus Vollcarbon ist. Und die hat ein ordentliches Gewicht. Die wird hinten eingeschoben, hier mit diesen Gummis. Und der Halter ist am Rahmen befestigt. Und dann wird diese ganze Geschichte hier lediglich mit zwei Schrauben verschraubt. Auch hier eine Schlüsselweite. Mit einer Schlüsselweite kannst du alles wieder komplettieren. Die Sitzbank hat einen Lederbezug. Was cool ist vom Grip und ist auch von der Reinigung gut. Ne? Also die war. Hätte ich nicht gedacht, dass das. Die war so eingesaut. Ich habe mir nur gedacht, ach du Scheiße, die kannst du jetzt wegschmeißen. Genau, aber dadurch, dass es echtes Leder ist, das ist so ein, wirklich so ein Wildleder ist das, ne? Ist es echtes Leder? Das weiß ich nicht. Nachteil hier, sie saugt sich voll. Ja? Wenn du mit dem Dampfstrahler drauf gehst, dann musst du das ordentlich mal abstreifen, dass so das meiste Wasser da wieder rausgeht. Und dann ist die auch relativ fix wieder trocken. Da habe ich festgestellt, dass sie von der Sitzhöhe ein bisschen flach ist. Sie könnte ein Stückchen höher sein, dass der Weg quasi in der sitzenden Position zur stehenden Position kürzer wird. Ich finde das gut, so wie es ist. Ist jetzt so mein Empfinden. Ja. Also es ist, wie gesagt, das sind aber Nuancen. Das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, geht gar nicht, sondern das sind so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, die es in der Summe nachher wieder ausmachen. Aber eben, wo man drüber sprechen kann. Ja, ich baue es mal grob zusammen und dann gucken wir uns das an, wie das nochmal hier aussieht, wenn denn alles verbaut ist. Hier wird es reingeschoben. So und so, dann kommen die Seitendeckel hin und auch die Seitendeckel sind mit drei Schrauben versehen, auch hier wieder eine Schlüsselweite. Also du siehst, das wird hier einfach reingesetzt und fertig, ne? Das ist schon schick. Wenn alles weggebaut ist und die Tanks weg sind, dann denkst du, du schiebst ein Fahrrad. So ist es aber dann doch nicht. Sie bringt schon Gewicht auf die Waage. Ich glaube, 138 Kilogramm ist die Angabe. Und wer wissen möchte, wie viel Leistung dieser Motor hier erzeugt, das sind vielleicht so 55 bis 57, 58 PS. So ganz genau kann ich es auch nicht sagen, aber ausreichend würde ich sagen. An dieser
Fantic XEF. Das Gewicht, tatsächlich das Gewicht. Ich muss dazu sagen, von der Höhe her ist die viel höher wie die Teneré. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Motorrad, weil ich halt kein anderes so zum Vergleich habe, wo ich jetzt Schwierigkeiten mit hatte. Von der Größe und vom Gewicht. Wir müssen auch dazu sagen, du bist gut mit der Teneré auf der Straße klargekommen. Auf der Straße hat das alles super geklappt, aber halt nicht abseits der Straße. Und so deine Orientierung geht jetzt eher so in Richtung, du willst das jetzt lernen, oder? Ja. Weißt du, was mir noch einfällt? Womit ich zum ersten Mal Schwierigkeiten hatte mit dem Gas. Wieso? Ich bin mit der Karre losgefahren. Zweiter Gang hat Matze wieder den gemacht. Tut. Ja? Das muss man kontrollieren. Das gefällt dir doch, wenn das Das gefällt macht. Mir auch, ja. Auspuffsound kannst du auch mitleben. Wir haben jetzt DB-Killer gebaut. Hört sich trotzdem richtig gut an. Die Fußrasten finde ich übrigens auch sehr gut. Ja? Ich finde die von der Größe her super. Man steht da richtig gut drauf. Ich habe da die, wie nennt man das, Grip? Ja. Genau. Das fällt mir noch ein. Die Reifen finde ich sowieso geil. Also ich... Das fährt halt auch einfach. Die findest du schön, die Reifen? Nein, die fahren auch gut. Also ja? ich finde... Okay, meine anderen von der Beta, die waren schon abgefahren. Da habe ich das halt gemerkt, aber die haben schon ein bisschen mehr Grip. Das und ich finde, weißt du, du hast noch nicht Gas gegeben, warte mal. Ja, habe ich noch nicht richtig. Aber weißt du, was ich auch richtig gut finde? Was? Wie die fährt, wie die einfach über alles drüber fährt. Das habe ich mich zwar auch noch nicht ganz so getraut, aber da waren halt so ein paar Schlaglöcher, die richtig tief waren, wo ich mir gedacht habe, so ausweichen. Dann habe ich mir gedacht, komm, eins, probierst du mal aus. Ich habe gar nichts gemerkt. Das ist schon krass gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, da wo dieser Krankenwagen war, der Krankenwagen, der ist da so wenig verschwindlich. Aber wir sind uns ja im Klaren, ich meine, ich bin jetzt im Motorradbereich jetzt auch kein Einsteiger, dass das ein sehr spezielles Bike ist, also nichts für die deutsche Straße, definitiv nicht, nichts für den Alltag. Das ist schon so speziell, dass man da wirklich mal vielleicht eine Rallye fahren könnte. Aber so weit denkt man erstmal gar nicht. Wir haben jetzt zwei Motorräder, die das theoretisch könnten. Und wir wollen uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für uns. Und wie können wir das am besten machen? Vielleicht, dass wir es so machen, dass wir quasi auch unsere Idee vereinen und dann mit gleichen Motorrädern irgendwo fahren gehen und Spaß haben. Und das ist so die Idee dabei. Klar bildet man hier Offroad ab, aber keine Sorge, es kommen ja auch Straßenvideos, also ja, ganz normal. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Da kommt auch was, definitiv. Das sind wirklich unsere eigenen Motorräder auch wieder. Und das ist auch gut so, weil das ist so, wenn wir Bock haben, fahren wir. Wir sind auch nicht im... Irgendwie, dass wir ständig darüber berichten, irgendwie, wie wir damit fahren. Aber ich denke, dass da das ein oder andere drüber kommt, weil es Spaß macht. Und noch was zu dem Verstehen, was es ist und die Alex so als Einsteigerin. Sie kann sich mittlerweile das zutrauen, was sie sich zutrauen kann. Die Beta Alp ist ein tolles Motorrad gewesen für die Anfänge. Und jetzt wächst sie hier rein. Ich meine, klar, wäre so ein Motorrad mit 350 Kubik mehr als ausreichend. Aber jetzt ist es halt eben mal eine 450er. Und wenn man da dran dreht, dann geht halt was. Aber man kann ja auch das ganz entspannt machen. Das Auf wollte jeden ich sagen. Fall, das geht auch. Ja, man muss ja nicht immer hier heizen. Nein, aber ich musste mich ja erstmal herantasten. Genau. Wie funktioniert das mit der Beschleunigung? Ich und das wird beim beim zweiten Mal fahren wird das auch nicht viel anders sein. Also das da sind wir uns im Plan. Aber ich finde es cool, eben, dass wir das gemeinsam erstmal teilen können, diese Erlebnisse und dann auch noch mit euch teilen können. Ich werde gezwungen. Was? Ich werde gezwungen. Na gut, ich würde sagen, jetzt schalten wir dann ab, bevor nachher noch irgendwie ein falsches Bild kommt, oder? Der Rauch hinter dir. Das war natürlich ein Scherz. Das war ein Scherz, genau. Also. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, wie nennen wir das Video? Auf die Fresse gefallen. Auf die Fresse gefallen.
Also, Tschüssikowski bis Danimanski. Was macht? Bremse gezogen. Ich habe das drauf, glaube ich, wenn die Kamera läuft.